Noch mein kleines Grußwort, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Kalb, lieber Dr. Günther Beckstein, lieber Herr Ministerpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen die besten Grüße des Oberbürgermeisters und des Nürnberger Rates überbringen. Und ich gestehe, als Kulturbürgermeisterin fühle ich mich gerade so richtig wohl. Ich habe das Gefühl, hier wird Kultur auch dahingehend gelebt, dass Kultur Lebensfreude macht, aber dass Kultur vor allem auch den Sinn des Lebens betont, nämlich auch in Zeiten, in denen man vielleicht schon aus dem sogenannten aktiven Dienst entschwunden ist, wo man vielleicht in einer Situation ist, wo nicht jeden Tag nur Halligalli ist, dass es hier Möglichkeiten gibt, sich zu begegnen, dass man aufeinander achtet und dass man vor allem den Menschen das Gefühl gibt, du bist nicht allein. Wie haben wir die letzten 2 Jahre verbringen müssen, oftmals isoliert, oftmals, sage ich einmal, weg von der Familie, aus Vorsicht selbstverständlich, insbesondere den älteren Menschen gegenüber. Und von daher sollte man solche Momente wie diese sehr, sehr wertschätzen. Ich freue mich, dass es wieder gelungen ist, ein Frühlings-, ein Volksfest so wie immer zu zelebrieren. Und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Den Schaustellern mit ihren Familien, die harte Zeiten hinter sich haben, aber mit großer, sage ich einmal, mit großem Engagement, mit großer Hoffnung nach vorne gesehen haben. Und das Ergebnis steht hier, steht um uns und lädt alle Nürnbergerinnen und Nürnberger, egal in welchem Alter und von welcher Herkunft, ein. So ist das Volksfest ein Kulturtempel, ein Tempel, der sich ausrollt nach allen Richtungen und der uns zuverlässig hoffentlich auch im Herbst wieder die Pforten öffnet. Schön, dass ich dabei sein darf. Noch einmal Ihnen das Allerbeste, vom Guten nur das Beste, das wünsche ich und dann auch später den zu ehrenden. Also lieber Günther, ich bin einmal mehr stolz auf dich. Schön, dass ich da bin. Herzlichen Dank für die Einladung.